Im Frühjahr, wenn die zahlreichen Weiher in der Oberpfalz noch nicht wieder ihren ursprünglichen Wasserstand erreicht haben, da zum Abfischen im letzten Herbst ein Ablassen des Wassers erfolgte, finden sich an den flachen, mit Schlick bedeckten Ufern einige Limikolenarten ein, um dort nach vorhandenen Kleingetier, zum Beispiel Würmer, Schnecken, Larven und Kleinkrebsen zu suchen. Wie hier der Bruchwasserläufer. Limikolen sind Watvögel, die sich normalerweise am seichten Flussufer oder in morastigen Wiesen und Sumpflandschaften aufhalten. Die Übergangszone zwischen Land und Wasser ist also das bevorzugte Nährgebiet. Der überaus hübsche, aber kleine Flussregenpfeifer gehört ebenfalls zur vorgenannten Vogelgruppe. Seine Statur und auch sein Verhalten weicht allerdings von seinen Artverwandten ab. Es ist ein ausgesprochenes Augentier, das heißt, er tastet nicht den Boden ab, wie der Bruchwasserläufer mit seinem langen Schnabel, sondern er hält mit seinen schönen großen Augen einen Moment Umschau, fixiert seine Beute und eilt darauf zu. Wobei er manchmal beim schnellen Lauf wie auf Rädern zu rollen scheint. Seine Körperhaltung bleibt dabei waagerecht. Den Zwergtaucher kann man nur an abgeschiedenen kleinen Weihern beobachten. Er ist recht scheu und taucht bei der kleinsten Störung sofort ab. Blässhühner sind fast überall anzutreffen, auch in Parkanlagen. Aber es ist immer wieder schön, dem Familienleben zuzusehen. Etwas grotesk sehen die Küken mit ihrer eigenartig gefärbten Kopfpartie schon aus. Den Hasen kennt zwar jedes Kind, doch Meister Lampe wird immer seltener. Es ist nicht allein der Mensch und das Raubwild, die ihm nachstellen und dezimieren. Nasse Jahre, auch wenn sie warm sind, sind des Junghasen tot. Auf extensiv genutzten oder brachliegenden Wiesen gedeihen immer noch Orchideen wie Frauenschuh und Fliegenragwurz.
Ein roter Milan, auch Gabelweiher genannt, hält sich gerne an Weihern und Wiesen auf. Am Himmel kreisend, im ruhigen Gleitflug, sucht er das Gelände nach Beute ab. Diese besteht zum großen Teil aus totem Getier, also Aas, was ihn zum Gesundheitspolizisten macht. Äußerst selten erblickt man eine Rohrweihe. Etwas geschwächt durch widerwärtiges Wetter macht sie hier auf dem Feld eine Erholungsrast. Es ist schon eine tolle Begegnung mit einem so seltenen Greif. Goldammern bestechen durch die schöne Färbung ihres Federkleides, was auch zu Recht zur Namensgebung beigetragen hat. Was das Starenküken von der Tierfilmerei hält, gibt es hier unmissverständlich zum Ausdruck. Ein Pärchen Fichtenkreuzschnäbel sammelt Steine, sie dienen der besseren Verdauung. Grün gefiedert ist das Weibchen, rot hingegen das Männchen. Ober- und Unterschnabel kreuzen sich und bilden so ein Spezialwerkzeug zum Entkernen von vorwiegend Fichten- und Kiefernzapfen. Die Samen in den Zapfen sind die Hauptnahrung. Zur Zeit des größten Nahrungsvorkommens brüten sie und man staune auch mitten im Winter. Eulen, hier der Waldkauz, sind das Sinnbild der Weisheit. Diesen Vogel umgibt immer ein bisschen Mystik. Wo der Waldkauz seine Bruthöhle anlegt, meist eine verlassene Schwarzspechthöhle, gibt es in der Umgebung ein größeres Mäusevorkommen. Dies ist seine Hauptnahrung. Zwei noch nicht flügge Jungtiere haben hier in einer alten Buche ihre Kinderstube. Durch eine Verbindung im Stamminneren zu den beiden ehemaligen Schwarzspechthöhlen hat jedes der Käuze einen eigenen Ausguck. Fuchswelpen, in diesem Bau sind es 8, auch wenn nicht alle im Bild zu sehen sind, zerren und zanken sich, tollen und spielen immerfort. Stundenlang könnte man den quirligen Tierchen zusehen, die ganz ungeniert, aber äußerst wachsam vor ihrem Bau spielen. Ihre Sinne sind immer aufs Äußerste gespannt, um nötigenfalls sofort blitzartig in den Erdlöchern zu verschwinden.
Auch der alte Fuchs hat immer wache Sinne, wenn er durch Wald und Wiese schnürt. Selbst Mäuse hört er laufen, so fein ist sein Gehör. Die Entfernung zu seinem Opfer überbrückt er mit einem gekonnten, zielsicheren Sprung, um keine Laufgeräusche zu erzeugen. Er hat hochentwickelte Erfahrungssinne und ein gutes Gedächtnis. Er ist schlau und listig. So kommt es nicht von ungefähr, dass man einen erfahrenen und routinierten Menschen als alten Fuchs bezeichnet.